So, während ich herumgedüst bin wieder mal, und ein paar Aufträge gemacht habe, muss langsam in die Gänge kommen hier. Hier in der Ecke, hier in Kofes, also genauso gesagt, hier in der Mitte der Karte, südlich von diesem Königsgrab hier, ist auch noch ein Kollaborationsinhalt, nämlich mit Final Fantasy XIV Online. Ja, Final Fantasy XIV ist ein MMORG, also Multi-Massive Online Rollenspiel. Ah, was für ein langes Wort. Ja, und da gibt's auch eine lustige Sidequest und die gehe ich heute mal an. Apropos Sidequest, ich habe euch noch gar nicht das Schwert von der Server gezeigt, ne, vom letzten Kollaborationsinhalt. Das ist jetzt nicht so gut. Hier ist es. Hat einen Angriff von 179, also ein bisschen schlechter als die Motorklinge 3. Erhöht ein bisschen Willenskraft, erhöht ein bisschen die Magie. Ja, nicht so meins. Die Waffe einer Heldin, die für die Rettung einer Welt alles tun würde. Sie ist von heiliger Kraft erfüllt. Bei Maximum LP ist die Angriffskraft erhöht. Also so einem kleinen Ultima-Schwert-Effekt. Ich kann es gerade leider nicht zeigen, weil wir gerade im Ort sind. Na gut, dann ein andermal. Aber wir haben es mit dabei. Gut, und hier in der Ecke, in diesem Stall, Fragezeichen, Garage, was auch immer, Lagerhaus, ist ein großer gelbes Schokoboküken. Der Schokoboküken, das Schokoboküken. Warum ziehst du auf jeden Fall nicht die Jacke aus? Es ist gelb und groß. Oh Mann, was ist das denn? Ein Chocobo? Der ist ja riesig. Du bist zu schwer. Alles okay? Können wir dir irgendwie helfen? Der Vogel scheint es sich bequem gemacht zu haben. Normalerweise bringe ich ihn mit Futter zum Laufen, das ich vor seiner Nase baumeln lasse. Du brauchst Futter? Einen Moment. Schokobo-Futter. Ja, und was halt lustig ist, dieses Zeichen, was jetzt über der Kopf der Dame ist, ist das Final Fantasy XIV Zeichen für Da ist eine Quest. Warum ich das weiß, ich habe das mal gespielt. Die Gratis-Version zumindest davon. Ist nicht ganz so meins, ehrlich gesagt. Ja, aber ich find's lustig, dass es hier eine Mission gibt. Das willst du nicht? Normales Gemüse verweigert er. Er frisst nur Hochwertiges. Klingt ganz wie unser Prinz. Nee, Nock rührt doch nicht mal hochwertiges Gemüse an. Ach, seid still. Fragen wir mal bei Wiz nach. Vielleicht verkauft er auf seiner Ranch auch Spezialfutter. Jetzt brauchen wir ein Spezialfutter. Also normales Gießerkraut ist nicht bei diesem kleinen Schokobo-Gucken. Und ja, der heißt Schokomoppel. Irgendwie habe ich den Schokomoppel von Final Fantasy 7 lieber als den. Der Schokomoppel scheint äußerst hungrig zu sein. Hochwertiges Gießerkraut könnte seinen Hunger stillen. Ja, wir müssen hochwertiges Gießerkraut finden. Normales Gießerkraut tut's nicht. Habt ihr das gewusst, dass Schokobos so dick werden können? Nein. Ich frage mich, wie das passiert ist. Schokobos setzen eigentlich nur Schwerfett an. Wirklich? Oh Mann, ich wünschte, ich wäre ein Schokobo. Auch wenn das Mädchen nicht in Lebensgefahr zu sein schien, sollten wir ihr trotzdem Futter bringen. Da wäre ich voll für und der ist nicht dick, der ist nur Knuddelmaterial. So, automatische Fahren, bitte zum Aufgabenziel. Am besten mit Schnellfahren. Dann geht das ratzefatze. Na gut, 2 Minuten hätte das gedauert, aber das gönne ich mir jetzt mal. Dauert ja nicht so lange jetzt, ja. Kann schlimmer sein. Schokobus. Da sind wir schon. Bei der Schokobo Ranch. Vielleicht weiß der Besitzer hier ein bisschen mehr. Na gut, der muss ja was wissen. Hier wohnen schließlich Schokobus ohne Ende. Wo bekommen wir Futter für den Piepmatz her? Fragen wir den Verkäufer. Er kann uns sicher helfen. Ja. Der große Piepmatz, wenn bitte schön prompto, ja? Das kann normal Piepmatz. Hallo! Hallo, okay, hast du irgendwas Besonderes? Oh, auf jeden Fall die Final Fantasy 10 Hits. Die habe ich schon ewig gesucht. Hol die Waldfee. Und ein Kaktor-Sticker will ich haben. Und ein Mokra-Sticker will ich auch haben. Der Mokra sieht allerdings ein bisschen. Wie hier, das. Und ein Schokobo-Sticker. Sticker ohne Ende für das Auto. So, okay, der hat eine Orange. Ich glaube, das hier ist gemeint. Hochwertiges Gießerkraut.
Im Hochland angebautes Gemüse, das besonders frisch und knackig ist. Ein Megapack für den großen Schokobo-Hunger. Leer damit. Ah, ich kaufe mal sicherheitshalber. Ah, ich wollte gerade mehr kaufen. Das geht nicht. Man kann nur eins kaufen. Okay. Dann gibt es hier noch einen Gaumenfreunden für unseren Ignis. Und eine gelbe Kaktusfigur. Einfach so zum Sammeln. War mir ein Vergnügen. Dankeschön. Ach, hochwertiges Gießekraut. Ich hoffe, der Schokomoppel mag das. Frisch, aromatisch und gesund. Ein Schokobo freut sich sicher darüber. Ja, bestimmt. Also zurück zur jungen Dame damit. Sie war äußerst ungewöhnlich gekleidet. Und ich frage mich, was es mit ihren Ohren auf sich hat. Ihren Ohren? Nicht bemerkt. Aber zunächst müssen wir sie aus ihrer Lage befreien. Naja, sie hat halt besondere Ohren, ne? So, wieder zurückfahren. Ihr kennt das Prozedere. Miep, miep. Nein, will zurückfahren. Lasst nichts liegen. So, dann wieder aussteigen. Und wie gesagt, hoffentlich mag der Schokobo das Essen. Ansonsten haben wir ein kleines Problemchen. Vielleicht eine Karotte hinhalten wäre eine Idee. Ich glaube eher nicht. Gut, da wären wir wieder. Und falls jemand fragt, kann man dieses Essen vorher kaufen? Soweit ich weiß, ja. Bin ich aber nicht ganz sicher. Im Notfall einfach mit der hier sprechen. Dann müsste es verfügbar sein. Spätestens dann. So, bitteschön. Hey, wir haben Futter mitgebracht. Bitte, legt es dort drüben ab. Kein Seasteak mit interagieren. Ja, sagte, sagte. Ach, leider sehen wir das nicht. Ich hätte das schon gerne gesehen. Ihr wart meine Rettung. Gern geschehen. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Wie? Ach was. Gehört zum Job als Jäger. Den Leuten in Not zu helfen. Sie an. Ein Jäger durch und durch. Jäger? Ja, wir jagen gefährliche Bestien und so. Ach so. Ihr seid also Abenteurer. Mein Name ist G-May vom Stamm der I. Stamm der I? Ihr kommt wie gerufen. Ich habe nämlich den perfekten Auftrag für Abenteurer wie euch. Wisst ihr, hinter diesen großen Mauern hier in der Nähe geht nämlich etwas Furchtbares vor. Welche Mauern? Meinst du die imperiale Basis? Dort bereiten sie eine Beschwörung. Das bedeutet, die Manifestation eines Primae vor! Ah ja. Primae wie? Vermutlich eine Art Gott. Was bleibt ihr so ruhig? Habt ihr überhaupt eine Ahnung, was geschieht, wenn hier ein Primae auftaucht? Ihr müsst mir helfen, sonst ist diese Welt im Untergang geweiht. Bitte! Okay. Vielen Dank. Hier, nehmt diese praktische Kontaktperle. Damit können wir jederzeit in Verbindung bleiben, okay? Hey! Tschüss! Wir sehen uns später wieder. Auf gute Zusammenarbeit, liebe Abenteurer. Hey, warte! Und schon ist er weg. Ich finde das lustig. Was wäre? Auf jeden Fall ist es eine Basis, die wir infiltrieren müssen. Das war vielleicht ein Energiebündel. Die hat uns ja gar keine richtige Wahl gelassen. Was sollte das Gefasel von Abenteurern? Das weiß ich nicht. Aber das Imperium und Götter sind keine gute Kombination. Also auf zur Basis. Wir können das Mädchen schließlich nicht hängen lassen. Ja, ihr habt schon recht. Ja, das mit der... Auf zur Basis, Jungs. Ach, ich finde diese Sidequest sehr schräg. Vor allem die Musik, die gespielt hat, die war sehr laut. Ich hoffe, ich kriege das gebacken, dass man diese noch hört, obwohl die Musik so laut ist. Muss ich schauen. Das ist halt so gemacht worden, dass die Musik da extrem laut ist. Und die Musik, die wir gehört haben, die kam aus... Lasst mich lügen, Final Fantasy 4? Müsste sein. Das war nämlich diese dicke Schokobo-Musik. So, diese Basis ist hier gleich um die Ecke, wie man hier sieht. Komme ich da hier entlang? Na, schauen wir mal. Also, dass die Imperiale Garde hier was zu tun hat, ist auch sehr interessant. Jetzt muss ich auch noch hier entlang laufen. Gibt es eine Abkürzung? Das wäre jetzt ganz nett.
sieht nicht danach aus. Schade eigentlich. Ich dachte, man kann hier als Abkürzung nehmen, aber nope. Gut, zum Notfall. Ich habe noch einen Schokobo bei der Hand. Hallo Schokobo, magst du auch ein ziemlich besonderes Schokobo? Los, Kleiner. Ja, das Beste, was so sie sagt, irgendjemand kommt, denkt, hey, das Böses und keiner hat Ahnung, was eigentlich abgeht. Sie hat auch so getan, als wäre gleich die Ende der Welt auch da. Sehr merkwürdige Dame. Na gut, vielleicht ist es auch so. Wir wissen es nicht. Was ich weiß, wir müssen diese Basis hier ein bisschen stützen gehen. So. Mal anklopfen. Echt ist angenehm zu Hause. Hier. Ja, das stimmt. So, kannst du stehen bleiben. Da wären wir. Vielen Dank, oh, mein kleiner Chocobo. Deine Perle klingelt. Wie gehe ich da ran? So? Oh, hallo! Kannst du mich hören? Ich bin Jimmy. Ja, ich höre dich. Sehr gut. Ich bin wieder Zeit mit deinem Reden. Schon, aber... Wo bist du jetzt? Im Inneren der Mauer. Ich habe den idealen Ort gefunden, um die Schurken zu beobachten. Du siehst sie? Wir sind unterwegs. Bleib versteckt. Okay. Aber seid vorsichtig, Abenteurer. Angeblich kommen hier nachts irgendwelche Nichtsgesandte hervor. Fürchterlich. Darum solltet ihr unbedingt bei Tageslicht kommen. Es ist gerade Tag. Ja, wir sollen nicht in den Nacht hineinschauen. Und die Schokobos haben hier gerade ein bisschen gestört. Für den bevorstehenden Angriff empfehlen wir mindestens Stufe 45. Krieg ich hin. Im Inneren der Basis kannst du weder speichern noch laden. Ja, und jetzt auch wieder ein Mistake. Und oh, das hat jetzt in den Ohren gepfeffert gerade. Aua. Aua. Es war das Sound für. Da geht's in eine Quest rein oder in einen Dungeon, auch aus Final Fantasy 14. Das ist ziemlich Final Fantasy 14 habt ihr gerade. Ich kann teilnehmen oder zurückziehen. Ich bin in Stufe 43, also sollte machbar sein. Aber wie es in die Ohren gepfeffert hat. Au. Ich kann nichts dafür, das ist so. Es gehört so. Au. Ah, meine Öhrchen, ey. Und falls jemand fragt, wie wir da reingekommen sind, vor der Tür, würde ich sagen. So, willkommen in der Pep-2-Basis. Verdächtig ruhig hier. Ja. Es scheint, als wäre die Basis aufgegeben worden. G-May? Wo steckst du? Hier oben! Siehst du mich? Oben auf dem Kran! Ich muss dir unbedingt was zeigen! Schnell! Kannst du irgendwie hierher kommen? Schon unterwegs. Warte dort auf mich. Sie will mir was zeigen. Bin gleich wieder da. Du gehst alleine? Ja, alleine bin ich schneller. Wer weiß, was sie anstellt, wenn sie zu lange warten muss. Alles klar. Wir passen hier auf, falls Imperiale kommen. Was wird sie wohl einstellen, wenn sie alleine ist? Oder? Auch hier ein bisschen Final Fantasy 14 Musik. Ich hoffe, ihr mögt sie. Ich mag sie teilweise. Es gab da einige Tracks, die waren ziemlich cool. Einige, die waren eher so meh. Ich frage mich, wie ist die eigentlich da hinaufgekommen? Weil Noctis kann warpen, ne? Das ist klar. Aber sie? Vielleicht kann sie es auch. Wieder klingeln. Ja, genau. Da bist du richtig. Von dort aus kannst du hier hoch zu mir klettern. Verstanden. Erklimme den Weg zu Yimei. Drücke X, um über Spalten zu springen. Warum können wir das nicht immer machen, über Spalten springen? Das wäre manchmal sehr hilfreich. So, alle ab, let's go. Bisschen Jump'n'Run hier machen. Und das hier geht nicht. Ich würde jetzt gerne warpen, aber ich glaube, das ist nicht. Oh, hallo Katze. Oder? Ach, muss ich gleich probieren. Ob man warpen kann hier. Checkpunkte. Sobald du einen Checkpunkt erreicht hast, werden Warp-Punkte freigeschaltet. Ah, okay. Das erklärt. Das... Ja, sagen wir so. Beantwort meine Frage. Solltest du fallen, kannst du dich also schnell wieder hochteleportieren. Ich würde mich instant hinwarpen, aber... ist nicht. Gut, wir müssen also hier hochspringen irgendwie. Ich hoffe, es sind nicht allzu viele unsichtbare Wände. Ne? Wow, ganz vorsichtig, nicht runterfallen. Wie immer, Play macht wieder Stress.
Ich hoffe, das tut's. Nicht aufgeben. Nur noch ein bisschen, dann hast du es geschafft. Oh, krieg ich hin, nur kein Stress. Alter. Einmal kurz Pause. Wimoplay, mach keinen Stress bitte. Danke. Eigentlich sollte meine Internetverbindung gut sein. Ist sie auch. Nur manchmal hat's Schluckauf. Und dabei ist euch aufgefallen, rechts oben, wir haben gerade keine Zeitanzeige. Sondern so eine Sonne. Ups. So, am Kran hoch. Ach, so ist die hergekommen. Einfach hier hochgesprungen. Oh, kann ich auch. Und jetzt muss ich aufpassen. Ja, die Steuerung ist hier ein bisschen fusselig. Achtung. Ganz vorsichtig. Na komm. Na komm. Ups. Wow. Alter. Wie genau muss ich das drücken? Ah, es geht. Oh. Tschüss! Woohoo! Oh, da bin ich unten. Ah, gut, dass es den Warp gibt. Ups! Okay, das ist gemein. Ups! Man darf da nicht zu schnell sein. Erstens das und nicht schon wieder. Und oh, hier brauche ich einen Schlüssel. Da check ich gleich mal. Na gut, nochmal, was hier schön war. Ups! Nicht zu schnell sein und genau steuern. Ah. Ich bin kein Fan von genau steuern. Zumindest nicht in dem Spiel. Ah, einfach langsam gehen, dann geht das schon. Bisschen schneller. Oh, da bin ich. Hallo. Eine gute Reise hier. Das hast du gut gemacht. Natürlich kann ein Abenteurer auch klettern. Das war ziemlich hart. Und was willst du mir jetzt zeigen? Und überhaupt, was soll das Kostüm mit den Ohren und dem Schwanz? Um dir das erklären zu können, musstest du hier zu mir hochkommen. Wirf mal einen Blick durch das Fernglas. Das wird das... Und wonach suche ich? Erklärt? Siehst du die große Maschine und diese verdächtige Versammlung dort? Maschine? Ich sehe Kristalle. Ich sehe Kristalle. Also ich kann hier zoomen. Ist ja der Chocobo. Oh nein! Er ist mir nachgelaufen. Der Kleine ist mein treuer Begleiter. Damit er mich bei meinen Forschungen nicht ablenkt, habe ich ihn oft mit Futter beschäftigt gehalten. Und ehe ich mich versah, war er zu dick. Ja gut, das erklärt jetzt, warum der so plüschig ist, sag ich mal. Und so wegen den Legs, aber mein Mimoplay macht gerade Stress. Man sieht, ja, man sieht's derbe. Ich warte mal kurz. Jetzt geht's wieder. Oder auch nicht. Ah, ich glaube, da muss ich meinen Hut neu starten. Vielleicht hilft das. So, also ich sehe solche Tierchen, Kristalle haben wir hier. Ah, das könnte eine Maschine sein, aber es ist mehr ein Ballon als wie eine Maschine. Da. Was ist das für eine Maschine? Ein Portal in diese Welt. Teleportationsgerät. Als ich zu mir kam, bin ich direkt daneben aufgewacht. In diese Welt? Ja, genau. Die Welt hier, von euch Abenteurern. Ich vermute, dass die Maschine mit einer allergischen Partikelschleuse aus meiner Welt verbunden ist. Ich weiß, es klingt verrückt, aber das ist die einzige Erklärung. Partikelschleuse? Klingt nach irgendwas aus einem Computerspiel. Und was meine Ohren und den Schwanz angeht, hier gibt es wohl keine Mikrote? Bitte? Soll das heißen, die sind echt? Na klar! Tja, die gute Dame ist aus einer anderen Welt. Durch dieses Teleportationsgedöns hier reingekommen. Was sind das denn für schwebende Dinger da? Schwebende Dinger? Seltsam. Als ich von hier geflohen bin, lagen die nur still am Boden. Ah, gucken wir weiter. Was denn mit dem Horrorvogel? Guckst du diesen großen, schwarzen Abkalo an? Der ist vielleicht knappig! Ich wünschte, so einen hätte ich bei mir zu Hause auch! Ich gucke nicht und er ist alles andere als knuffig. Und lass dir bloß nicht einfallen, das Teil hier wegzuschleppen. Ja, das würde auffallen, dass das weg ist. Was kann man hier alles noch sehen? Ich bin gerade drauf, hier alles zu suchen. Ich weiß nicht mehr alles. Aber man kann auch nach hinten gucken. Hallo! Soweit ich weiß, gab es da nichts. Was ist das denn für eine riesige Statue? Ehrlich gesagt,
hatte ich gehofft, dass du mir das sagen könntest. Ich spüre jedoch, dass die Statue von windelementarem Äther umgeben ist. Darum liegt die Vermutung nahe, dass sie etwas mit der Beschwörung Garudas zu tun hat. Verstehe. Dann sollten wir sie uns am besten genauer ansehen. Ah, eine Statue mit der Beschwörung. Also Beschwörung kennen wir uns auch. Der gute Noctis kann auch nämlich beschwören. Wer sind das, die Typen? Das dann. Was machen die da? Oh, das sind wilde Ixal. Sie bereiten eine Primae-Beschwörung vor. Mit dieser gefährlichen Zeremonie wollen die Ixal den von ihnen angebeteten Primae, die Herrin des Windes, Garuda, herbeirufen. Ich verstehe nur die Hälfte. Aber es geht um so eine Art Pakt? Und? Was passiert, wenn diese Garuda hier auftaucht? Die Primae ziehen Kraft aus dem Erdboden, um sich manifestieren zu können. Und Garuda soll besonders aufbrausend und aggressiv sein. Aha. Klingt nach einer Menge Arbeit. Aber auch zu gefährlich, um nichts zu tun. Ja, wir müssen verhindern, dass Garuda beschworen wird. Du und deine Freunde, ihr müsst die Ixal aufhalten. Das klingt eher so, als würde er tanzen da unten. Ich meine, ich sehe das mal an. So. So, also prüfen. Möchtest du weitersuchen? Nein, danke. Aber da gibt es sicher noch ein bisschen was zu finden. Die Lage ist erfasst. Wir sehen uns zunächst die Steinstatue genauer an. Dann müssen wir einen Weg nach drinnen wenden. Okay, diesmal komme ich mit euch mit. Was ist eine Ansage? Es ist eine ziemlich schräge Geschichte. Ich weiß nicht so recht, ob ich sie glauben soll. Ich finde sie plausibel. Hab sowas schon in Spielen gesehen. Spiele sind aber nicht real. Trotzdem, diese Beschwörung klingt gefährlich. Wer weiß, was sie für Konsequenzen hat. Stimmt. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass Jimmy eine Lügnerin ist. So, lasst uns zunächst die Basis absuchen. Vielen euer Vertrauen. Ohne euch wäre ich aufgeschmissen. Oh, kein Ding. Dafür sind wir da. Dann schauen wir uns mal diese Statue an. Jetzt müssen wir schauen, wo die ist. Dahinter? Haben wir einen Schlüssel oder sowas? Haben wir sogar. Okay. Das überrascht mich jetzt. Jimmy, geh in Deckung! Ich lenk sie ab. Dann erledigen wir sie. Fliegende Kugeln. Alle Gegner besiegen. Bin ich voll früher. Also das wäre erinnert mich. Aua! Ein Final Fantasy 4 wieder. Mal wieder. Überlass die Heilung mir. Na du? Doch nicht. Ist jetzt auch egal, kennen wir erstmal. Egal, warum redet sie? Einmal mein paar Bitte. So, das war's. G-May, du kannst Magie anwenden? Ja. Allerdings bin ich noch Anfängerin. Du kommst also echt aus einer anderen Welt. Unglaublich. Du hast uns echt aus der Klemme geholfen. Aber wird bitte nicht leichtsinnig. Das ganze Mimoplay getönt hat hier den Kampf kaputt gemacht. Ich hoffe, das hat sich jetzt gelegt. Ja, die gute Dame kann heilen, Heilmagie einsetzen. Wir als Noctis können ja nur Feuer, Eis und Blitz machen. Das ist also die Statue, die du meintest. Einfach unglaublich. Das ist ja die Statue einer Emissärin. Sie war die Botin des Windes. Also sowas wie Gentianer? Keine Ahnung, noch nie von ihr gehört. Ja, kein Wunder. In der Kosmogonie ist nichts über sie zu finden. Es gibt lediglich Theorien. Kaum jemand glaubt an ihre Existenz. Auch ihr wahrer Name ist nicht bekannt. Aber seht mal all die Messgeräte hier. Das Imperium muss die Figur erforscht haben. Seltsam. Die Figur wirkt beseelt. Als würde sie nur schlafen. Gut. Die imperialen Forschungsobjekte können uns egal sein. Wir haben uns jetzt schließlich um Wichtigeres zu kümmern als das. Ja, um die Ixal. Der Angriff vorhin lässt vermuten, dass sie diese Basis für ihre Zwecke abgesichert haben. Die Statue rennt nicht weg. Sehen wir uns erstmal um. Ach, darum ist das hier so leer. Okay. Die einfach so, okay.